Ich denke vielleicht und man de pur frohen jemand dann auch de Saal füllen mit unter Diskussion beteiligen, mit Kommentare frohen eventuell. Herr Arminia, vielleicht für uns zu fangen. Ich weiß, dass es ein Punkt gibt, den ich ganz besonders lobe, da in der Nähe brennt. Wir kommen noch darüber, aber ich wollte einmal einen anderen Aspekt aufhängen. Wo sieht das drin mit Nivellierungen, Sachen, nur halt die Steuerreform am Minister, an der Regierung? Ja, merci. Geht das Mikro, ja? Guten Abend, für dich mal vielmals merci, dass du mich invitiert hast. Ich bin ein Mouvement Ökologie, ganz schön, die Salaie, um mich für einen etlichen Moment invitiert. Dann ist die Frau heute zu sein und froh, dass Claude Thomas auch hier ist. Ich meine, ich muss für alle erst mal so, wir entdecken die Problematik von einer Besteuerung, die nachhaltig soll sein, noch nicht das Jahr. Wenn ich nämlich gucke, was die Zwei-Regierung gemacht hat, als erstes Aussatz, und ich meine, wir müssen das wirklich am Kopf behalten, dann haben wir zwei Mesuren geholt oder drei, die genau in die Richtung gehen, dass sie erstens sozial gerecht sind und zweitens etwas für die Reduzierung von Emissionen oder für die Reduzierung oder die Dokumentation von Nazisen überlangt. Ich erkläre mich. Wir haben, und das ist vielleicht für unsere französische Kollegen interessant, das an Erwägung zu ziehen, wir haben decidiert, dass wir gingen Crédit d'impôt Salaire Social Minimum affären mit der neuen Regierung, und wir haben das gemerkt. Und das haben wir gemerkt, ohne das Druck von der Straße zu werden. Wir haben das zu drei Partnern, Sozialisten, die Grünen und die DP gemerkt, weil wir ja gesehen haben, dass gerade die Leute, die Kleinsaläre haben, es mich schwerer haben. Und da haben wir zu Lützburg die Situation, dass ein, der den Mindestlohn verdient, kein direkt Steuern mehr bezahlt. Ich meine, das ist ein immens avancé sozial, die muss hier unterstreichen. Und der zweite, was wir gemerkt haben, wir haben Taxisen draufgesetzt, 2 Zentim um Diesel, 1 Zentim um Benzin. Und parallel hat er das gemerkt. Das heißt, als Hauptzeichen, die wir am Anfang gesagt haben, an dieser Koalition, haben wir genau das, was Thema heute von unserer Konferenz ist, schon umgesagt. Das heißt, wir machen fiskalische Mesuren, die sozial gerecht sind auf der einen Seite, und an einem en parallel eine Verteuerung vom Diesel und vom Benzin. Ich meine, das ist die beste Illustration. Ich einfach mal passe, weil da man so was Futter dann so will ist. Ich meine, mir schon viel gelegt. Trotzdem, ich bleibe bei der Frage, die schafft in einer größeren Steuerreform, die danach am Laufe dieser Legislaturperiode wird durch das Parlament doch bringen. Ich wiederhole eine Menge froh. Wie weit sind du die Überlegungen schon gediehen? Sachen ökologische Ausrichtung vom Steuersystem, an Sachen auch du Sozialkompensation von eventuellen Mehrbelastungen? Ja, für die Sachen, die wir in der Zukunft wollen machen, zwei Sachen will ich unterstreichen. Das erste, dass wir letzte Woche als Regierung Klimagesetz geholt haben. Aber wenn ihr das gut liest, dann haben wir da ein großes Prinzip dran geschrieben. Und das ist, dass die Mesuren, die werden geholt gehen an den nächsten Monaten und Jahren, an den positiven ökologischen Impact sollen haben. Aber wenn dann da Steuern an die Luft gehen, dass da ein Equitätsprinzip, ein soziales Equitätsprinzip soll immer geguckt gehen, für die Mesuren sozial aufzufedern. Das steht am Projet de Loi, am Projet de Loi vom Gesetz dran, das ist letzte Woche präsentiert, geht auf die Instanzen. Ich meine, wir gehen als Domat, eine ganz klare Richtung, und die wir uns wollen haben. Und zweitens, was wir auch an dem Klimagesetz geschrieben haben, dass wir wollen, ja, bis 2030 eine Reduktion von Emissionen in Lützburg von 55%, also ein ganz ambitiöses Ziel, was wir zusammen ausgemacht haben. Und in dem Sinn wird dann auch die fiskalische Reform, die wir am Gang sind, auszuschaffen, gehen, für dass die Fiskalität also hilft, die Ziele zu erreichen. Und für nach ein bisschen mehr konkret zu sein, wir werden an der Fiskalreform drei große Blöcke haben. Den ersten Block, der das
d'Individualisation, Simplifikation und Digitalisation von den Steuern. Das ist der erste Block. Ein zweiter Block, Fiskalität vom Logement, die Wohnen zu Lützburg. Und ein dritter Block, ein ganz großer Block, wird justement auch rundherum nachhaltig geht, sind Klimaziele erreichen. Das heißt, all die Aspekte vom Environnement, von der Ökologie und vom Klima wird eh von den drei großen Bestandteilen sein von der Steuerreform, die wir am Gang sind, zu präparieren. Da geht es doch den Wollen natürlich nach von den indirekten Steuern, Akzisen, notamment ob Diesel und Benzin, die hat annimmt, dass eine echte Lichtaugmentation gemacht hat. Das ist aber auch gesagt, dass nur eine Evaluation vom Impact auf von der GWWA weiter Schritt noch durchgeführt von den Energieminister Claude Thomas, was zu den Lohenke hören an den Medien, dass bis Ende des Jahres nicht mehr an dem Kontext gefestigt wird. Ich gehe nicht vielleicht mein Mikro machen, den dort dann entretemps und ja. War das so doof hier gesehen, der Punkt, du dem ist gehen. Geht. Also vielmals merci euch von den eng super Initiativ von Nisch 2 oder von ihren Organisationen, weil man ja gerade an der Frohheit wirklich das ökologisch und das Sozial und das ökologisch müssen zusammen feiern. Wenn ich vielleicht einfach denke, auch vielleicht zurückkommen, ob das, was an der Viertrich fährt, eine Schlegelmilch hat, Mensch, eh wichtig Slide. Das heißt, wenn ihr eine CO2-Steuer möchtet, wo soll den Zuhören dann hinspielen? Und da wäre ja vier Sachen, das ist Schulden aufbauen. Wir sind unter 20%. Ich meine, Pierre, dass das für uns nicht unbedingt eine Priorität ist. Das Zweite, was... Ich finde dir den Mikro gehen, die nicht geht. Ja? So, wir sind hoffrisch, dass wir so einen niedrigen Tor haben. Nee, dafür bringt das Tadlo für uns an unserer Situation Männer. Und das ändert uns, dass bei uns ja auch dadurch, dass wir ein Drittel System haben, dass die Differenz zwischen dem Netto und dem Brutto bei uns schon mehr klein als für andere Länder. Das ist sozial nie, sie mehr klein. Und da bleiben eigentlich noch zwei Sachen von dem, was Herr Schlegelmilch hat. Er denkt, als Investitionen für Alternativen zu schaffen. Und persönlich ist mir das immens wichtig. Und das war ja auch an dem anderen Vortrag. Also Klimaschutz ist nicht ein Hobby von ein paar Müsli. Das geht schief. Und das hat er ja gut gesehen, dass das, was den einzelnen Müsli kann machen, das sind 6-8%. Das sind die. Die Gros als Strukturen schaffen. Ein Eisenbahn, die funktioniert, ein Tram, ein Bus, den dann noch elektrisch ist, Wärmenetze. Und neue bei Energien, die mir übrigens halt so ist, wir schon zu 50% aus dem Budget subventionieren. Nicht wie in Deutschland, wo quasi alles schüsst beim Konsument ist. Das Wichtigste ist, dass man Revenuen holen aus einer mehr CO2-Steuer für konkret Alternativen zu schaffen. Und das ändert als dann das von der, was der Pierre auch schon gesagt hat, wir haben schon eine Tradition von einem, was du nennst, selbst wie Credit Depot. Und das ist immens wichtig, und das war ja auch an den Grafiken, das Quantil 1 und 2, also die 40% die am meisten angekommen sind. Wenn man die könnte spezifisch, also an denen entgegenkommen. Ich meine, dass wir dann einen guten Teil von der sozialen Schieflage könnten abfangen. Und ich meine, das genau da, wo wir am Gang sind, diskutieren. Die Pierre und ich, wir haben ein bisschen das Problem von den Eltern vom Gläschen. Weil Freunde als Gläschen ist da, und Freunde wollen wir als Kado landen, den Klimaplan, aber wir können den Kanner natürlich nicht schon alles verroten in den Ofen. Ne? Aber die hat viel Interessantes gesagt, leider nicht auf meine Frage geantwortet. Das war die. Sie sind ja auch schon eine Zeit lang in der Politik. Ja? Das war also ganz konkret nur der weiteren Evolution von den Spritpreisen. Und dann trotzdem probieren, ich es rauszulacken, dort geschwärt von einer möglichen CO2-Steuer. Das heißt, dass ich einfach davon muss ausgehen, dass die in Freitag vorgestellt wird. Oder annonciert wird. Ja, also ich gebe Mengen schon ihre Vorwürfe geweckt. Und dann sehen wir da den Freuden. Vielleicht denke ich zurück zu der Sache von Diesel und Benzin.
Und das ist vielleicht auch noch interessant für uns als Gäste aus dem Ausland. Wir haben eine spezifische Situation dadurch, dass wir zwischen 25 und 35 Zentim mehr niedrig leihen am Schnitt wie Deutschland, Frankreich und Belgien. 25 bis 35 Zentim. Ja, und das ist wir haben, und wir haben zum Beispiel auch, ich weiß nicht, dass die Statistik hat, die GFE mitbringen, wir haben die billigste Masut in ganz Europa. Unser Masut ist mehr billig als in Bulgarien. Das heißt, wir haben, wenn ihr dann Kaufkraft dabei hält, ne, da, da braucht ihr nicht zu wundern, dass das kein immense finanziellen Anreiz ist, für ein Haus zu renovieren. Und ich meine, wir haben hier einen immensen Defi, für eben über die nächsten Jahre das graduell zu machen, wie immer das Allerwichtigste ist, wie man den Leuten, die Männer ankommen, sind, konkret helfen. Und das Problem heute zu Lützburg ist der Wohnungsbau und dass gerade die Leute, die am Manns zu suchen haben, die sitzen an den Häusern, die am schlechtesten isoliert sind. Und dafür wollen wir auch wirklich einen spezifischen Schwerpunkt drauf legen, wie man an dem Bereich wirklich viel kommen. Weil das nämlich da ist, wo es am meisten können tun. Und dafür brauchen wir da Lösungen. Ich meine, wir haben die schon mit Nora, mit OGBL gesprochen, wir hatten noch Reunion Caritas und so weiter. Da probieren wir wirklich eine Lösung zu finden, weil das für Lützburg mensch spezifisch das größte Problem ist. Herr Graminia, das war eine Tabelle auch relativ interessant, und ich fand, das war die, wo abgeschlüsselt ging, wo am Fondgeholt Steueres hätten hier kommen, das war beim Herrn Schliegemich, das waren ja luxemburgische Zahlen, denke ich, die 5,3% Umweltbesteuerung, also ob der Umweltbelastung, 21% im Kapital, 50% Obdach erbicht. Als das ein, ja, kann ich nicht so ein Equilibre, ein Desequilibre, und dem die Welt auch über die zukünftige Steuerreform etwas ändern? Ich meine, die Steuerreform, die wir wollen machen, ist ein ganz ambitiös von den darum denkt und die drei großen Blick und denen wir wollen schaffen, merkt man ja zum Engen, wenn ich von Individualisation schwätze, ein sozial umstrukturieren. Das heißt, die Leute, wir wollen eine Besteuerung machen, die neutral ist, ob ich nur bestehe, ob ich Single ist und so weiter. Das bringt man sich, dass das ganze Steuersystem dadurch wird transformiert. Über das Logement schätzt man heute noch nicht spezifisch. Und dann, wir wollen also eine ökologische Besteuerung machen, die alle Aspekte wert gucken. Und für die Leute zu beruhigen, die das Wort Steuern die ganzen Zeiten hören, da kann ich auch die Suche machen, dass von vielen Steuern Steuerimaginationen zu haben, wie den Herr Schlegelmilch gesagt hat, wo ihn praktisch der Finanzminister encourageiert, neue Steuern zu fangen, wird man aber auch etwas machen, was gerecht ist. Das heißt, den Equilibre, den der Lohai Uschu jetzt manchmal leidet mir auch ganz nah, dass man muss fertig bringen, dass man mehr Besteuerung an der Energie müssen haben, sind ganz damit d'accord, und darüber werden wir schaffen, und ich werde das zusammen mit den anderen zwei Parteien machen, ich meine das nicht allein, zum Ersten, und zweitens wird man das ja auch erstens sozial auffedern, und zweitens gucken, dass den Equilibre zwischen den großen Komponenten wird ändern. Ich meine, das ist ganz wichtig, weil das heißt, aber mehr Resetten im Kapital, der Besteuerung vom Kapital, am Mann auf der Erbicht, oder wem das muss das verstehen? Das muss man nachgucken. Mir wird für mich klar, als dass man eine mehr größere Besteuerung am Environnementsbereich werden haben. Aber wenn ich da so eine Aufforderung, ja, dann ist das natürlich eine Aufforderung par rapport zur Erbicht. Wobei man natürlich, a partir du moment, dass man schon Kredit, Impôt, Salaire, Sozialminimum angefordert hat, die Schwestern ja schon entlastet sind, die Bezug natürlich schon keine Steuer mehr. Das heißt, da haben wir schon viel gelegt, wenn ich so will. Und dann muss ich auch unterstreichen, dass wir nächstes Jahr ja den gratis öffentlichen Transport erfahren, was ja natürlich auch der Leute hilft. Und das ist eine Maßnahme, die in fact die zwei Qualitäten hat. Die erste Qualität ist, es wird Leute encouragieren, öffentlichen Transport mehr zu gebrauchen. Dadurch gehen als CO2-Werte noch innen. Und zweitens, ja, sie haben keinen Kostenpunkt mehr für ein Abonnement zu machen. Und drittens,
weil ganz viel von Invest geschwärt ging. Ich meine, das, was die Regierung Bettel 1 ab Bettel 2 sich kann aber auf den Fendel schreiben, tut noch nie eine Regierung zu setzen, wo ich so viel investiert wie mir, und noch nie so viel investiert für den Klimaschutz, für den öffentlichen Transport. Das heißt, auch den öffentlichen Transport, wenn man den gratis macht, machen wir das nicht für Männer zu investieren, sondern für mehr zu investieren. Werden dann Kerschelo Hai, wenn der Moment kommt, wo ich ihm Frage stelle, wie kompliziert die Diskussionen an der Regierung sind, Konstellation, liberal, sozialdemokratisch, kring, ist ja besonders spannend an dem Kontext, auch wenn man hier schwätzen von Besteuerungen, von Umweltbelastungen, Kapital und Abisch. Dafür stelle ich erst vor, die sind ja an derselben Strecke, ich muss mich nur darauf verlassen, dass der mal vorrecht wird. Wie schwierig ist es, Kompromisse zu finden, Thomas? Also ich meine, ich will auch nicht so, dass man nicht, schon ein bisschen mehr heftige Diskussionen man nennen. Aber das Wichtigste ist, und ich meine, das ist wirklich auch meine fundamentale Überzeugung. Ich meine, wir als Gring, wir probieren natürlich auch sozial ausgewogen zu sein, innovativ zu sein, aber alles Hauptdingen ist, dass es bei der Umwelt viel geht. Ich meine, bei den Sozialisten steht das sozial ein bisschen mehr im Vordergrund. Und das gut und die Lützburger Liberale, weil ich nicht alle Liberale, also die Deutsch-Liberale, die FDP, das ist nicht so mein Bayer, aber die Lützburger Liberale sind ja aber echt, was ich gebe, Menge Linksliberale. Wenn es da Enke am Europaparlament sucht, da weißt du, dass die Lützburger Liberale am europäischen Spektrum von den Liberalen echt zu den Linksliberalen gehören. An quasi alle Frauen. Also ich kann da ganz viele Rechtsliberaler nennen, an de Pierre auch. Also an die Mischung von den drei, die auch gut, spannenden Diskussionen, manchmal wirklich ein gutes Resultat. Weil das Ambition, das sozial und das auch innovativ, weil wir zum Beispiel auch wollen nur zusammen mehr an Forschung am Energiebereich machen, wie wir vielleicht bis jetzt gemacht haben. Erich, dann vielleicht Diskussion, ob man auch Richtung soll. Herr Gramenia, wollte ich aber nach, versprach, Möglichkeit gehen zu reagieren auf Passagen an der Präsentation von Herrn Chancel, Mensch, den ich ein bisschen quisch gemacht hat, für mal so zu sagen, dass wir den Besteuerung gegangen als von den Multinationalen. Was würde ich da missfallen? Oui, je vais d'ailleurs répondre plutôt commenter en français, comme ça M. Chancel pourra l'écouter dans la version originale. Je dois dire que je suis habitué à entendre beaucoup de présentations du Luxembourg comme paradis fiscal. Ça fait 6 ans que je travaille sur ce sujet et j'essaye, il semble-t-il, je ne parviens pas toujours à convaincre mes interlocuteurs que le Luxembourg n'est plus un paradis fiscal. D'ailleurs, Pierre Moscovici, qu'on ne peut pas soupçonner de ne pas être neutre, l'a dit à plusieurs reprises, le Luxembourg n'est pas un paradis fiscal. Il l'a peut-être été, mais il ne l'est plus. Et ce que vraiment je regrette dans votre présentation, c'est que vous ayez vraiment passé sous silence tout ce que nous avons fait pendant 6 ans à l'échelle européenne pour mettre en œuvre les mesures de l'OCDE, de BEPS. Nous avons pris une vingtaine de mesures fiscales à l'unanimité, j'insiste, au sein de l'Union européenne, et le Luxembourg a contribué à ce qu'on trouve des solutions. Et donc, ce que vous avez décrit dans vos diagrammes correspond à un Luxembourg qui n'existe plus. Et je dois dire, et cela confirmera ce que disait Claude Tourmes, je suis dans le Parti libéral, mais je dois dire que ce n'était pas facile de faire ce qu'on a fait. Abolir le secret bancaire en 2014 pour permettre la transparence fiscale. Mettre en œuvre la directive ATAD 1 et ATAD 2 pour qu'on ait les mêmes règles dans l'Europe pour la taxation justement des multinationales. Donc les calculs que vous avez montrés sont assez anciens et je peux vous assurer que nous avons beaucoup changé et je tenais à le dire. Gut. Dann gebe ich also vielleicht une brève réaction. Vous souhaitez réagir brièvement pour qu'on n'ait pas un jeu de ping-pong qui monopolise la soirée. Alors, donc rapidement et pour éviter le jeu de ping-pong, je pense que
les graphiques hein, qui sont présentés, certains datent de... semble mieux. Ok, super. Donc voilà, nous ce qu'on regarde en tant que chercheurs, hein, c'est les données publiques. Malheureusement, on n'a pas mieux que ça. On regarde les données issues des comptes nationaux publiées par l'administration luxembourgeoise. Et quand on regarde ces données-là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que eh bien, les recettes de l'IRC ou de l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu des collectivités au Luxembourg, c'est 2,1 milliards cette année. Donc ça, c'est vraiment 2018. Hein. Et le montant total des profits enregistrés au Luxembourg, ceux officiels, c'est 5%. C'est 50 milliards. Hein. Ça fait un taux d'imposition effectif de 5 à 6%. Alors nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a d'autres profits qui d'ailleurs ne sont pas enregistrés dans les comptes qui viennent d'ailleurs. Mais même si on ne compte pas ces profits-là, eh bien, on a un taux d'impôt sur les sociétés luxembourgeoises de 6%. Donc ça met en perspective à ce qu'on observe ailleurs, en France 28%, en Allemagne on est à plus de 25%, etc., etc. Après, chacun, si vous voulez, on peut avoir des définitions différentes et débattre ad vitam aeternam de qui est un paradis fiscal ou de qui ne l'est pas. Mais il me semble que ces valeurs-là permettent d'objectiver le débat. Maintenant, si on n'est pas d'accord sur ces valeurs, je pense qu'il faut qu'on avance collectivement vers plus de transparence. Et il me semble que le débat la semaine dernière au Conseil européen était très important pour ça. Et je ne suis pas en train de dire que seulement le Luxembourg est en train de s'opposer à cette transparence. Il y a 12 États qui sont opposés, notamment le Luxembourg. Et moi, ce que j'aurais demandé, c'est vraiment avancer. Donc, qu'est-ce qu'il s'agit ? Il s'agit de faire que ces informations qui sont transmises entre les fiscs nationaux les uns aux autres soient révélées au grand public pour que chacun se fasse son avis. Moi, c'est ça que je voudrais en tant que chercheur, c'est que chacun puisse se faire son avis. La décision qui a été prise, c'est de ne pas révéler ces informations. Donc là, il me semble qu'il y a un vrai sujet et qu'il va falloir avancer là-dessus. Le Luxembourg, c'est ensemble avec 12 pays opposés, effectivement, à cette discussion. Et ce qu'on a essayé de faire dans cette réunion, qui était une réunion des ministres de l'économie, c'est de arracher cette discussion de l'ECOFIN où elle devrait se dérouler et où il devrait y avoir unanimité. On l'a emmenée dans un autre conseil et on a choisi une base juridique qui est illégale. Alors, on ne sait pas comme ça qu'on fera avancer l'Europe. Et justement, mon point, c'est que sur ces sujets qui sont difficiles, il faut en discuter. Et le point que j'ai défendu, c'est que nous avons, au sein de l'OCDE, fait un accord que ces informations ne devaient pas être publiques, elles sont réservées aux administrations fiscales. Si on fait des cavaliers seuls européens, comme certains aiment le faire, nous allons nous aliéner les autres partenaires autour de la Terre. Dans ce domaine fiscal, il faut avancer en parallèle les uns avec les autres. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est de prendre les bénéfices qui sont que vous avez cités et que vous divisez par les taxes qui sont perçues au Luxembourg, néglige le fait que nous sommes une place financière internationale. Dans les autres pays, il y a aussi des places financières internationales, mais leur rôle, leur pourcentage dans les comptes publics est beaucoup plus petit. Chez nous, c'est à peu près 30% de notre PIB. Et sur les places financières et dans la finance, il y a regroupement de flux financiers très élevés et de profits qui transitent par le Luxembourg, mais qui sont des flux qui sont d'ailleurs transparents et qui sont déjà taxés. Donc c'est pour ça que je conteste votre calcul. Ceci dit, je crois que le plus important, c'est que le Luxembourg a changé, ne s'oppose pas au progrès. Et je regrette vraiment, vous avez choisi un sujet, celui de la semaine dernière, que vous avez expliqué ici, vous avez négligé tout le reste. Moi, je voudrais que le public sache que nous allons continuer à travailler dans la direction de la transparence internationale, œuvrer à trouver des compromis en Europe, de telle sorte qu'ensemble, avec les autres partenaires de l'OCDE, on puisse progresser. Dann gebe ich Lo, wie gesagt, den Mikro weitergehen an den Saal. Gehen nicht Wortmeldungen, wenn es klifft. Du hast einen Herr, den... Du, wenn dann ein Kanzler, wenn es klifft. Voilà.
Gott, ich meine, schon zwei Sachen zu sagen zu dem Spiel, ich habe die Heike gefragt, da kommt man ein bisschen Blabla, für mich gut, egal. Erstens, zu hat gesagt, wir sollen eine Dingensteuer kriegen. Und ich fand, zu der Autosteuer und zu der Benzinsteuer, ich fange da geht es gerade auf die Kleinheit, die dann da in der Metro zu nehmen, dann müsste man die Autosteuer, die klassische Autosteuer aufgeschafft gehen. Und dann zweitens zu dem sozialen, gerechten öffentlichen Transport, den dafür nicht ist. Also da muss ich ehrlich sagen, ich bin 20 Jahre lang mich für den Trump angesagt. Und früher, da ist eine Firma, die aus den USA, da ist Papa Staat und Papa Gemeinde dran, die man nicht dafür gesucht hat, dass da anständig Arbeitskonditionen dran sind, dass wir dort zwischenzeitlich einen Kollektivvertrag haben. Also ich muss ehrlich sagen, ich freue mich ehrlich gesagt, wie sozial gerecht das wird, soll so gesehen, am Punkt der Ökologie. Weil ich muss ehrlich sagen, dass wir zwei kleine Kollektivvertrag an Tram da, den nicht zufriedenstellen lassen, aber wie dann noch mehr in den öffentlichen Transport geht, ich soll sehen, wo dann nur Druck gemacht wird, Personal, wo dann nur noch mehr Leute angestellt werden, die den Mindestlohn verdienen und die nicht qualifiziert sind oder was auch immer. Und das fand ich, das für mich als eine Diskussion, wie sie heute gefordert ging, ziemlich blabla. Das ist ja schön, dass er das so fand. Ich meine, das war echt ein Kommentar, wie du eine Frau oder den Herrn, die will das zu sehen. Ja? Ja, ich reagiere dann darauf. Vielen Dank für die Frage. Ich denke, ja, wenn Umweltsteuern, Energiesteuern weiter eingeführt werden, erhöht werden, dann muss man natürlich dafür einen sozialen Ausgleich schaffen. Und der kommt natürlich auch entsprechend den anderen Leuten, den Leuten wieder zugute. Es geht eben genau darum, als aufkommensneutral zu gestalten, das Aufkommen, was man auf der einen Seite einnimmt, auf der anderen Seite wieder zu senken oder zurückzugeben eben. Und dann entsteht dadurch keine Mehrbelastung. Im Gegenteil, es wird Ihnen in die Hand gelegt, was Sie mit dem Geld machen, ob Sie mehr in Energieeffizienz investieren, Erneuerbare fördern wollen, nutzen wollen, um auf die Art und Weise die Energiebesteuerung zu vermeiden. Also von daher, in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten habe ich ja aufgezeigt, ist die Energiesteuer relativ gesehen zu Ihrem Einkommen zurückgegangen. Und das muss wieder geändert werden, damit hier mehr Anreize bestehen. Denn sonst passiert das, was wir in Luxemburg, soweit ich das analysiert habe, passiert. Nämlich, die Leute kaufen immer mehr Autos, immer mehr große Autos. Und sie sehen, wie voll die Stadt war. Ich selber habe versucht hier, ich war Beifahrer, einen Parkplatz zu finden. Ich muss sagen, es war sehr schwierig. Und von daher müssen wir hier auch effizienter mit dem vorhandenen Raum in Luxemburg umgehen. Das ist eben eine Möglichkeit, wie man dann stärker überlegt, macht es Sinn für mich, dass ich jetzt reinfahre mit dem Auto oder mache ich es lieber zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder mit dem öffentlichen Verkehr? Ist natürlich super, dass der kosten wird ab nächstem Jahr. Das war für mich neu. Das ist, denke ich, ein enormes Zeichen, das in die richtige Richtung geht. Von daher gratuliere zu dieser Investition und Entscheidung. Und von daher kriegen Sie dann die Möglichkeit, kostenlos zu fahren. Von daher, da sehe ich nicht unbedingt eine Mehrbelastung. Ginet sonst vielleicht Frohen oder Meinungen aus dem Saal? Moin, merci. Ich weiß Lesbos, ich will aber auf Französisch die Frohen stellen. J'ai trouvé très intéressant cette intervention et je remercie beaucoup Monsieur le Ministre des Finances et Monsieur le Ministre de l'Énergie de l'Aménagement du Territoire. J'aurais une question essentielle. Je suis extrêmement fière de la réforme ambitieuse que vous faites au niveau fiscal, notamment sur enfin cette individualisation de l'impôt, sur le logement, la question du logement et sur le climat. Sans aucune volonté belliqueuse, j'ai entendu tous les intervenants. Par contre, je n'ai jamais entendu parler de l'imposition des personnes morales. Parce qu'en termes écologiques, en termes d'impact écologique, ce ne sont pas les personnes physiques, comme les différents graphiques et différents chiffres ont pu le montrer, qui ont le plus d'impact, mais les entreprises.
Donc, ma question est la suivante. Quid des personnes morales, de leur imposition, parce que vous avez parlé d'une volonté d'avoir une équité sociale. Donc, voilà ma question. C'est une très bonne question. Je n'ai pas cité l'imposition des entreprises, des personnes morales, parce que j'ai expliqué les points cardinaux de la réforme fiscale. Mais je peux vous assurer que nous regarderons aussi l'aspect écologique en ce qui concerne les entreprises, parce que c'est tout à fait notre intérêt que lorsque nous faisons une réforme fiscale, tout le monde soit favorisé ou enclin à aller dans la même direction. Donc l'accent sera pas seulement mis dans cet aspect écologique sur les personnes physiques, mais aussi sur les personnes morales. Et pour complémenter, compléter. oder schwarze Leber plötzlich. Also wir hören ja auch heutzutage, dass die Industrien, die kriegen jeweils ja, den Strom mehr billig, auch den Gas mehr billig, aber in Contrapartie müssen sie aber auch so einen Akkord volontär an. Wir werden probieren, ich gehe noch nicht in den Detail, wir werden auch probieren, dass die nächsten Jahre die Investitionen an die Energieeffizienz an den Industrien, an den Handwerksbetrieben, an den kleinen und Mittelbetrieben, dass die an die Lut geht. Weil du hast noch ein riesiges Potenzial zu holen, wo man einfach auf der einen Seite ihnen Hilfestellungen gehen. Also schon die letzten Monate mit Pierre und mit Etienne Schneider, eine halbe Milliarde. Also, ein größer Summe. Nee, also Investitionen, die gemerkt sind bei ArcelorMittal, bei DuPont und anderen, an die Energieeffizienz von ihren Produktionen. Das ist auch das wichtig, und ich sage das auch, du kannst nicht, Bomi oder den letzten Insel Bierger probieren zu bringen zum Klimaschutz, wenn es nicht auch für die größten Tiere gilt. Und das, zu den größten Tieren gehören für mich eben noch die Industriellen. Auch da muss etwas geschehen. Und auch da, und wenn die an Energieeffizienz investieren, reduzieren sie auch ihre Energiekosten. Und dadurch geht es ihnen eigentlich auch businessmäßig nicht mehr schlecht. Wie viel darüber gesprochen haben, dass die Welt probieren, also den Steuern an dem Sinn zu ändern, dass nicht mehr ein Koppel die besteht, dass man Steuern bezieht wie Einzelne, eine Individualisierung von den Steuern. Und ich kann mal hören, was tut das überhaupt mit Ökologie und mit Sozialem zu tun, in dem Sinn, also mit Klimawandel oder so. Ich muss sagen, dass es manchmal nicht nur einfach am Interesse vom Staat ist, dass Leute zusammenwohnen. Weil Leute, die zusammenwohnen, brauchen Männer Raum, hützen Männer. Ich denke schon, dass das einen Impact hat. Dafür freue ich mich, ob das der richtige Weg ist. Ich kann aber den Druck von den Leuten verstehen, für zu sagen, für das geht als ungerecht empfunden. Ich fand eine Remark ganz sympathisch, muss ich sagen. Ich will dazu sagen, ich habe schon über die Individualisation geschwärmt, für komplett zu sein, was das Akzent von der Steuerreform sind. Aber evidemment, aus der Individualisation nicht hauptsächlich dafür, über Ökologie zu schwärmen, sondern über Sozial. Ich muss sagen, das ist eine dritte Priorität oder eine erste Priorität an dieser Reform. Die Debatte ob eine einzelne, wir hatten nur eine Petition von den Zelibatären gleich vor am Parlament, und die so, in den Länger wird exakt dieselbe Depense wie die zu zwei sind, aber von der Leute, die zu zwei sind, die so nicht das gut nicht wollen. Das wäre schlecht natürlich an damit. Ich meine, wir sollen noch heute, das ist nicht ein Debatte, das ist nicht die Individualisation, aber ich meine, eine Vereinfachung, eine Individualisation brauchen wir zu Lützburg auch noch eine Digitalisation. Und das werden wir merken. Aber ich kann jetzt sagen, dass die Vorbereitung von dieser Steuerreform, die noch kommt, angefangen hat. Also wir haben noch während einem Jahr, ich meine, das interessiert Lützburg und Residenten, wir haben noch ein Jahr an der Steuerverwaltung, an dem Ministerium, auf all diesen Aspekten
geschafft. Und lo fängt lo hummer los mal so ein Basis an de bisschen auf Englisch so unser Roadmap ein bisschen tweer gemalt, wo es kann hingehen. Und das werden wir dann natürlich in Kooperation mit den drei Parteien aus der Koalition machen, dass das equilibriert geht. Und ich kann immer konfirmieren, was den Claude Turms gesagt hat. Wir sind eine Mit-Links-Regierung. Das sind wir. Das haben wir für an den letzten 5 Jahren bewiesen. Wir haben auch schon eine Steuerreform gemacht 2016/17, die das bewiesen hat, dass wir an dieselbe Richtung gehen. Eine Steuerreform, für das ein Reussit ist, muss gerecht sein. Und das werden wir jetzt auf die Fahnen schreiben. Eine Mit-Links-Regierung, die eine Steuerreform mischt, die dann aber mehr Stärke geringen Ausstrach kriegt, wie das bei der letzten Fall war, da das ja ihrer Partei, Herr Turms, dem uns ein bisschen reprochiert ging, dass das nicht genug der Fall war. Also ich denke, dass den Druck beim Klimaschutz nur, also die kann ja bald nicht mehr groß gehen. Also wenn es noch mehr groß geht, ich meine, das immer geschwind an also relativ katastrophalen Szenarien. Ich meine, also Wittfried hat verstanden, dass man auf der Klimafront muss Führung kommen. Und dafür, das schon nicht nehmen, nur halt zu Lützeburg, wo man, denke ich, einen Durchbruch kriegen bei einer Bepreisung von CO2. Deutschland hat sich nur Jahre Stillstand durchgerungen. Ich meine, die belgische Regierung, meine ich, auch egal, wie ich die Herr Nokrit, wäre dann die Richtung. Und das ist der Fett, dass man Suche muss generieren, für die Leute konkret Alternativen zu schaffen, ob es am Transport ist, ob es bei der Renovierung von den Wohnungen ist, ob es bei den erneuerbaren Energien ist. Ich meine, die Suche muss ja irgendwo rauskommen. Für darum da auszugehen, und das ändert, als eben dann die Revenue dahin zu bringen, wo nötig ist, und das eben an dem, wahrscheinlich am Quintil 1, dann 2. Und das gut um gratis öffentlichen Transport. Und ich meine, den Serge Allegretz ist halt vom Stadtdeck Nord 17 oder Nord 18 von, also am August, wo er viel geschafft hat, ist die Impression. In August, da steht ganz klar dran, dass der gratis öffentliche Transport an der Moyenne für die Lützeburg oder für die Residenz quasi 5-mal die 2 Cent kompensiert, 5-mal an der Moyenne, aber für die Quintil 1 und 2, das ist für die 40%, die Männer angekommen sind, als den Vierteil über den gratis öffentlichen Transport nach mehr groß. Weil die Leute, weil am Quintil 1 und 2, die Leute mehr oft kein Auto haben, wie die mir reich sind. Das loben am öffentlichen Transport noch nicht alles gut aus mir. Auf der anderen Seite, ich meine, du musst aber auch verstehen, also es geht schon immer von der Schweiz geschwärzt, an denen hier Investitionen. Wir haben mittlerweile, Mensch, 3-mal mehr jährlich Investitionen an den öffentlichen Transport. Und irgendwann 2022, 2023, wenn dann noch kein All auf der Stadt der GF hat, wenn den Tram bis quasi auch Lands GF hat, ich meine, dann geht das auch den RGT erst reformiert. Ich meine, dann hat es an der Kombination von, also da sind wir nämlich so viel mehr schlecht wie Großstädte oder die Schweiz. Und wir sind wahrscheinlich die Einzigen, die dann aber auch gratis machen. Und da das auch ein riesiger Schock, weil dann geht auch die Voraussetzung, dass die Leute mal hier ein Auto stehen oder kein Auto haben. Und das ist ja auch super, dass CFL mit Flex, mit der Schweizer Eisenbahn kooperiert. Und wir kriegen ein flächendeckendes Carsharing-System zu Lützburg. Wo ich hoffe, dass da viele von euch schon Haut schon nutzen, am Meer noch viel mehr nutzen. Weil das ist auch eine konkrete Alternative für ein Auto zu haben. Und das sind nicht die Sachen, die man muss ausstoßen, die nächsten Jahre. Geht's kurz, weil es sind noch 2-3 Wortmeldungen im Saal. Können Sie in Kürze reagieren? Ja. Sie wollten reagieren. Ja, sehr gerne, danke. Ganz kurz, also öffentlicher Verkehr, ich hatte es schon erwähnt, dass gratis wird, ist wirklich super und dadurch werden die Verteilungswirkungen wirklich ganz anders werden. Das kann ich nur bestätigen. Von daher nutzen Sie das Angebot. Das ist ein Geschenk an das Volk, wenn man das so sagen darf, etwas pathetisch, aber Deutschland hat auch begonnen, mit Milliarden Subventionen oder Investitionen der Bahn jetzt Gelder zur Verfügung zu stellen, nachdem das jahrzehntelang bergab ging. Jetzt machen wir die Kehrtwende, um eben die Investitionen zu stärken. Sonst klappt das nicht. Okay. Dann Tate Faber, dann Sie nach 2-3 Jahren auf Wortmeldungen. Ja, ja. Ich bin gefroren, den Thomas Claude. Das ist ja so, dass wenn ein Ökosteuer, zum Beispiel ein CO2-Steuer, envisagiert, dass ihn das ja nicht am luftleeren Raum möchte, wir haben ja bestimmte Zielwerte von CO2-Reduktion, die in der Welt
an einem gewissen Zeitraum erreichen. Als dann, wir wollten uns ja nicht mehr verroten haut, aber als dann sichergestellt, dass aufgrund von Modellisierungen geguckt gehen, als in Funktion von einem gewissen Montag von Steuer, von CO2-Steuer oder anderen Ökosteuern, inwiefern dann eine Lenkungswirkung, inwiefern das eine Reduktion von CO2-Emissionen an einem gewissen Zeitraum erreicht wird, an, ich weiß nicht, ob das möglich ist, respektive aber auch mit der entsprechenden sozialen Aufwertung. Das ist eine Frage an den Herrn Thürmes, aber eine Frage an den Herrn Gramenia. Vielleicht habe ich nicht richtig aufgepasst, aber ich will noch nicht viel von Kapitalbesteuerung hören. Und das ist ja aber so, wenn so riesige Investitionen an der Transition ökologisch sollen gemerkt gehen, dann hast du ja nicht a priori vielleicht sichergestellt, dass das just über Ökosteuern können die zusätzlichen Ressourcen rankommen. Aber da müsst ihr Ressourcen aber über eine Verlängerung von dem Desequilibre, was ich als Desequilibre empfand zwischen der Arbeit, Umweltsteuern an Kapital. Besteuerung empfangen, da müsst ihr du, aber trotzdem etwas geschehen. Es ist schon eine Werkundeutung von Egelo hier, aber ich bin aber froh, wenn du dich ein bisschen präzisieren könnt. Ich probiere dann, ob die Frage zu antworten, aber auch unter dem R an dem Ohr von einem Wissenschaftler. Eine CO2-Bepreisung, die als an den FE auf den CO2-Reduktionen, das ist immens schwer. An, wenn der ja Beispiel hört aus Deutschland, das hat an Deutschland 2-3% Reduktionen bräuchte. An all, also das, was ich gelesen habe von akademischen Etüden darüber, die so folgendes. Das nicht, weil den Benzin 3 Zentimeter mit Daya geht, das, oder 6 Zentimeter, das ein Mann Auto fährt. Dass dadurch, dass die Suchen, die da rankommen, vom Staat geholt gehen für, was weiß ich, elektrische Bohnen überall zu machen, an den Umstieg auf Elektroautos zu vereinfachen durch Primen, dadurch entsteht dann ein ökologischer Effekt. Und das ist das, was wir modellisiert haben, das heißt, wir haben modellisiert, was bringt, wir haben schon das strengste Gesetz für neue Gebäude in ganz Europa. Also eine Studie in Deutschland vom Seehofer an Deutschland, also Platz 10 dafür hat, die Seehofer sind noch immer nicht veröffentlicht. Denn das ist, wir sind, wir, an, das bringt x Tonnen Abspurung. Wir machen nur dasselbe Gesetz für alle Zweckgebäude, bringt x Tonnen Abspurung. Wir machen, probieren mehr bei der Renovierung zu machen, besonders im Bereich von Sozial. Das ist, den Effekt von CO2 könnte nicht über die Preiserhöhung und die Reaktion von den Leuten, die können über die Schule suchen und schmerren ganz spezifische Aktionen an die reduzieren den CO2. Und das ändert, und ich denke, da muss man auch nach an den, an, wenn man die Steuerreform machen, haben wir auch natürlich noch ein Exercice für uns, wen zu Lützeburg muss man wie kompensieren, für dass man die Equité Sociale, die man am Gesetz dran geschrieben haben, dass das auch Realität gibt. Und da braucht man natürlich auch Donne vom Stadtdeck, an ich meine, wir haben da gut Unterlag, für eben zu sagen, okay, die, wenn ich eine Erhöhung vom Benzin und vom Diesel habe, von X, was heißt das für den Quintil 1, 2, 3, 4, 5? An, wie viel müsste stehen da kompensieren, für dass da kein Schieflage entsteht? Und das sind alles Modellisationen, die man lohnt, die man tauscht, weil man ja die CO2-Bepreisung ja auch eigentlich recht machen mit der Steuerreform. Also nach einem Jahr, eine CO2-Bepreisung feiert nicht über den Preis zur Änderung. Da müsste ob 200 gehen, dann, aber gut, mehr, dann hast du aber einen riesen Peitsch und du hast die Leute alternativ nicht gehen. Eisenaussatz ist, wir holen zu, wir schärfen konkret Alternativen, Masutersatzprogramm, Renovierung, elektrische Bohnen und so weiter, an der Rest von den Suchen eben holen, für eben die Leute zu kompensieren, die wirklich nicht schon. Und ich meine, dass das auch von sich los die zwei Akademiker hören und das schenkt aber auch dazu Sinn, was Sie als empfehlen, für zu machen.
Ist das auch also gemünzt, ob eventuell weiter Augmentationen von den Spritpreisen? Oder ist das für CO2-Steuer oder ist das für alles richtig? Also ich meine, das für alle für CO2-Bepreisung, also das ist ja so, und ich meine, das, ich kann mich nur berufen, ob der Stadteck nach einkehr. Der gratis öffentliche Transport, und ich weiß nicht, wenn ich glaube, ich falsch so herrscht, da musst du das Mikro drin holen, kompensiert 5 × 2 Cent für die Moyenne von der Bevölkerung. Ja, das, ich meine, das sind Berechnungen, die der Stadteck hat. Ne? Und von daher, ich meine, das ist auch ein Maßnahme, die aber relevant ist. Ne? Und das soll ihn auch nicht unterschätzen. Das ist, die ist schon gemerkt. Das ist die IVA kompensiert am Moment, wenn wir ja nur 2 Rückgängen sind. Bisschen, ne? Stichwort Kapitalbesteuerung nach Ungeschwert vom Tate Faber. Ja, ich kann auf das viel Leid beruhigen. Der Bitt von der Steuerreform ist nicht Steuern an die Lut zu setzen für die Entreprisen und ist nicht Steuern an die Lut zu setzen für die Leid. Das ist nicht der Bitt. Der Bitt ist, wenn wir einen ökologischen Defi haben, dass wir eine Besteuerung von der Energie, eine Besteuerung von den Emissionen an der Fassen, an mit denen suchen, eine ordentliche Klimapolitik machen. Das ist der Bitt, den wir haben. Und wir können als Leisten dazu machen, weil wir im Moment ein equilibriertes Budget haben. Wir sind also an einer guten Ausgangsposition. Ich meine, das ist mein Antwort, dass nicht nehmen, dass dann nicht hören hat, dass die Unternehmen nicht sollen mehr besteuert gehen, mit Personen sollen auch nicht mehr besteuert gehen. Gut. Ja, du hast noch ein, oh, jetzt sind noch viel. Sollen wir dann nicht ein paar sammeln, vielleicht? Oh mein. Ja, fällt mir da. Ja, also ich meine, geht es hauptsächlich auch darum, wie geht die Umstellung von der Wirtschaft in Richtung Klimaschutz finanziert. Weil die Finanzierung, die kann geschehen auf verschiedene Weise, durch eine Steuerpolitik zum Beispiel auch, dass ich mal Betriebe mehr bezahlen lässt, kann aber auch geschehen durch Verschuldung im Staat. Und das ist ja so, dass zu Lützeburg mir kein Problem mit Verschuldung. Auch Deutschland hat kein Problem mit Verschuldung. Wird von der schwarzen Null geschwärzt. Und wir stellen fest, dass gleichzeitig Privatkapital, zum Beispiel auch im Niveau von der Fondsheit zu Lützburg, ganz wenig in Richtung Klimaschutz investiert. Das heißt, da stelle ich mir dann vor, so ist der Staat nicht in der Situation, dass sie muss Relais holen. Von dem, was das Privatkapital nicht möchte. Voilà, da sind dann Privat-Luxusbetriebe, die investieren 13 Milliarden, für den anderen Luxusbetrieb abzukaufen. Natürlich kann ich nicht sagen, dass Geld ging fehlen. Das Geld geht nicht so genutzt, wie es eigentlich sollte genutzt gehen. Natürlich, wenn der Staat zum Beispiel gegen Relief holen, ging das auch bedeuten, dass die Leute, die den Moment oder in Zukunft vielleicht negativ Zinsen müssen bezahlen auf ihre Konten, eine Möglichkeit hätten, wie so in zu investieren. Wie seht ihr die Problematik? Ja, merci für die Frage. Ich will noch nicht zu weit ausholen. Wäre das eine Schuld für ein Land, die tragbar ist? Als eine Frage, die da stellt. Lützeburg hat eine Schuld, die 20% von unserem Reichtum. Die EU-Regeln erlauben Maximum 60. Wir haben also Sput. Wie die Regierung 2013 angefangen hat, hat man einen Tor von 24%. Wir sind auf 20 raufgegangen. Wir sind also los raufgegangen. Ich finde an der Budgetsrede, an meiner Budgetsrede für einen engen Monat annonciert, dass wir nächstes Jahr gingen bis zu 1 Milliard Lehnen, und zwar mit einem Emprunt soutenable, also mit einem geringen Emprunt, wenn ihr so wollt, aber auch mit sozialen Aspekten dran. Genau für das zu machen, wenn dir hier angeschaut hat, dass man also ein Teil von der Transformation von unserer Gesellschaft, ein Teil von der Transformation von unserer Ökonomie damit können lenken. An so ein soutenablen Emprunt zu machen, wäre für Lützeburg eine Premiere.
Aber das heißt, dass man die Suche ja justement lehnen gehen, für Investitionen zu machen in Richtung Ökologie, in Richtung Infrastrukturen, die unseren CO2-Verbrauch reduzieren. Ich meine, dass das eine gute Piste ist. Wir müssen lernen, das zu machen. Ich meine, verschiedene andere Länder haben das schon gemacht. Wir sind auch als Lützeburg, das ist ein froh, die heute mit unseren Finanzplätzen zu dienen. Wie sind wir hier equipiert? Wir haben hier den Luxemburg Green Exchange, das ist eine Zweitbuchs, die die Lützeburger Buchs geschaffen hat. Und die Luxemburg Green Exchange kotiert nicht mehr Sustainable-Obligationen, nicht mehr Green Bonds. Und zwar mehr wie Teilchen von all denen, die es auf der Welt gibt. Das heißt, Lützeburg hat schon eine Referenz für die Kotation von geringen Obligationen. Ein letzter Punkt, was die Fondsindustrie anbelangt, sind wir schon heute die Plätze in Europa, wo die meisten Fonds rauskommen, die Kriterien von Ökologie, Sozial oder Gouvernance anhalten. Aber ich will die Bilder aber nicht mehr malen wie das. Heute gehen es nicht mehr 2% von Obligationen, die gering sind. Das heißt, 98% sind es nicht. Das ist also auch eine große Opportunität für Lützeburg, die wir am Gang sind, zu saisieren. Und wir könnten noch gerade am Fondsgeschäft als vorstellen, und ich habe das schon ein bisschen in Perspektive gesagt, dass wenn die Taxonomie in Europa geregelt ist, dass wir dann etwas machen bei der Taxabonnement von den geringen Fonds, die dann die neue Definition von Europa gingen anhalten. Und ich meine, da lernt man auch zu so, wie wichtig es ist, dass Europa sich die richtige Definition gibt, für daran eure Lieder weltweit zu gehen. Taxonomie ist kompliziert, was die Kommission so auf den Tisch gelöst hat, das einfach für zu sagen, wer das gering, für zu evitieren, dass nicht etwas gering ungestrahlt ist, dass nicht etwas als sustainable beschrieben wird. Gott wird es in fact nicht, dass von das also Kriterien die europaweit akzeptiert gehen und die dann damit auch Standards werden setzen, die weltweit werden akzeptiert gehen. Und auf der Basis wollen wir als, als Finanzplatz und als Akteuren encouragieren, dass es in die Richtung geht. Just zu dazu, die hat vielleicht für dich gesehen, dass ich vorhin mal rausgelassen bin. An diesem Moment geht es als ein Trilog zwischen dem Europaparlament an den, der finnischen Präsidenz über Taxonomie und das Lot Novent probiert ging für Atom do quasi matt an die geringen Fonds ran zu schmuggeln an die Verwäsch für du bist um Telefon für das also für Sozialisten an die geringen apu andere also gelungen das, der zu verhindern nee, also im Moment Schulogärtner Römenke geschrieben wo sie mal drin und das ist aber also das kennt die ganz die ganzen Image von den geringen Fonds mit engem Schlag Futti man, dann dürfen sie immer ganz persönlich an den Ball, an eben Matt, Österreich, an Deutschland, an also Problem ist, dass das paar Einreise am Stach lassen, an das also pour que tu ramènes aussi un message en France, c'est Macron qui est passé par Canfin, que tu dois bien commettre, et c'est Pascal Canfin, ancien vert, qui a mis l'amendement sur table pour mettre le nucléaire dedans. Donc, si on est trop proche de Macron, souvent, on est contaminé radioactif. Das cadre mein SMS kommt. Das cadre mein SMS kommt eigentlich. Ja. Ja. Ich habe am Anfang keine Frage, ich habe zwei Feststellungen. Feststellungen von, was ich irgendwie so verstehe, als zwei große Elefanten, die hier im Raum sind. Also, Elefanten sind da, mehr. Gesagt in Sinne, dann schwätze ich nicht von ihnen. Mit kleinen Elefanten, hängt wahrscheinlich einen indischen Elefanten, das ist der vom Tanktourismus. Nein, Herr Schlegelmilch, Akzisensteuern heraufsetzen in Luxemburg führt nicht zu mehr Steuereinnahmen, führt zu minder Steuereinnahmen. Richtig. Auf Lützburg ist das ein riesiges Problem. 2018 haben wir heute zu Lützburg 470 Millionen Euro, Akzisen, Ragehol, allein nehmen mit Kamions, Tanktourismus. Und ich will ja hören, dass die meisten Leute, die hier sitzen, die wollen nicht zu einer Nation von Benzins, Tabaks und Alkoholshändler gehören. Wenn wir da von der Welle wegkommen, dann muss man neue Steuerquellen finden.
Und ich meine, du müsstest ja logisch sein, dass wir da hingehen, wo ein Mann Chair zwischen Chair aus der Nähe gegangen ist, und zwar zum Benefiz zu, von den Kapitalsteuern. Das heißt, wenn wir nicht um Niveau von den Kapital- und Kapitalertragssteuern etwas machen, dann kriegen wir niemals, kommen wir niemals von unserer Realität, von einem, von einem, von einem Benzinshändlerland kommen wir weg. Das ist mein nächster Punkt. Mein zweiter Punkt ist den, dass ich noch kurz zugeschwert bin. Den ganzen Abend habe ich also 10 Millionen Tonnen CO2-Emissionen gegangen. 10 Millionen Tonnen, das ist also der sogenannte Net-ETS-Sektor. Nun ist es aber so, dass wir heute zu Lüsburg einen Finanzplatz haben, wo zwischen 4, 5, 6 Trillionen, ich kann mal nicht mehr nur erzählen, so ein Investor jetzt sind. Und das ist schon so, dass 1,5 bis 2% von denen Suchen können als relativ proper, umgesehen gehen. 98% von den Suchen sind Bronzesuchen. Das heißt, das sind Suchen, die, die an fossile Brennstoffe investiert sind, die an eine Ökonomie investiert sind, die als Ried an die Klimakatastrophe erfährt. Und obwohl es ja lebenswert ist, wenn wir ein Green Stock Exchange haben, wenn wir Luxflag haben, wenn wir das eine oder das andere tun, wir haben den Tempo also einfach nicht mehr da. Wenn wir die Jung für Youth for Climate oder für Fridays for Future hier hätten, dann geben die euch so ein, sorry, mit der schwätzt, wie wenn wir nach 100 Jahren hätten. Wir brauchen mehr Tempo, wir brauchen mehr Vitesse, wir müssen nicht nehmen, ein positives Verhalten encouragieren, wir müssen ganz viel mehr strikt und mehr streng gegen negatives Verhalten vorgehen. Und ich meine, denn Herr Chancel hat davon auch gesagt, dass wir von einer aggressiven Steueroptimisation müssen wegkommen. Ja, man zerscheht. Wir müssen auch dafür sorgen, dass die Suchen, die heute zu Lützburg angelöst gehen, dass in den Suchen Shifting the Trillions, dass die Suchen angesagt gehen, für die sozial-ökologische Zukunft zu präparieren. Die zwei Experten wollen kurz selbst dazu sagen. Je rebondis tout à fait sur, sur cette intervention et j'abonde totalement dans ce sens. Je pense qu'il y a un mot qui est revenu dans nos discussions aujourd'hui, c'est quand même l'idée que avec la fiscalité écologique et la fiscalité énergétique, on ne peut pas tout changer, loin de là. Et que ce qui compte essentiellement, c'est quand même cette question des investissements dans les infrastructures, des investissements qui permettent de changer les modes de consommation et de production. Pour faire ces investissements-là, on a besoin de moyens, encore une fois. Et donc, bon, on va pas épiloguer ad vitam aeternam sur est-ce que c'est un paradis fiscal ou pas. Moi, là, ma seule réponse, c'est il faut publier les informations publiques pour qu'on puisse trancher cette question. Tant qu'on n'a pas les informations, on pourra pas trancher. Mais mon point de conclusion ici, c'est que tout ce qui peut être fait dans un pays comme le Luxembourg doit être fait au niveau des frontières intérieures. Et en même temps, on n'aura traité que à peu près 3% des émissions européennes. Donc il s'agit ici aussi de penser, je pense, en européen, comment faire pour réduire ces émissions européennes. C'est sur celles-là qu'on peut avoir un impact. Je pense qu'on peut le faire en tant que citoyen européen à travers le Parlement européen. Mais je pense que dans le cas du Luxembourg, il y a un axe spécial qui peut être fait. Et c'est justement cette proactivité en matière fiscale. C'est redonner des marges de manœuvre à l'État allemand, à l'État français, aux autres États qui ont besoin de faire ces investissements et qui, aujourd'hui, ont de moins en moins de marges de manœuvre. Je le montrais avec ce graphique, avec la chute de l'impôt sur les sociétés et la hausse de la TVA en contrepartie. Donc s'il faut, en fait, créer un fonds d'investissement écologique qui serait, en fait, abondé par l'écart entre la fiscalité, le taux d'impôt sur les sociétés allemand et le taux luxembourgeois, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Si c'est par ça que ça doit passer. Mais je pense qu'il faut penser... il faut penser à cette question écologique dans le cadre européen et pas uniquement luxembourgeois. Non mais je vais devoir intervenir parce que c'est comme un détournement de discussion absolument incroyable qui se passe ici. Enfin, vous laissez croire, vous voulez faire croire ici à cette salle et à moi
que parce que le Luxembourg a une fiscalité intéressante, on enlève de l'argent à l'Allemagne et à la France qui les empêche de faire quelque chose pour l'écologie. Mais c'est absolument phénoménal. C'est quand même incroyable ce que vous êtes en train de dire. C'est pas d'ailleurs pas du tout ce que disait la personne qui posait une question. Moi, je vais répondre complètement différemment. Nous sommes extrêmement proactifs pour que les fonds d'investissement qui sont gérés ici, administrés ici, mais ce n'est pas l'argent du Luxembourg, ce n'est pas le nôtre. Les 4,5 milliards d'euros qui sont gérés ici, ce n'est pas, notre argent à nous. Ce sont des fonds d'investissement du monde entier qui sont gérés ici et qui sont réinvestis dans l'économie. Et justement, ce que nous essayerons de faire, c'est de créer un cadre tel que cet argent aille vers des investissements écologiquement défendables ou vers des investissements soutenables qui respectent le climat. Sur ce point, monsieur a mille fois raison. Mais ce n'est pas le Luxembourg qui décide où sont investis ces sommes colossales. Ce sont des investisseurs privés. Nous devons faire en sorte, en tant que Luxembourg, ensemble avec l'Europe, que nous favorisions des investissements propres, ça, oui. Mais ce n'est pas nous qui décidons, donc soyons raisonnables. Et bien sûr, vous avez raison que tout ça se passe trop lentement. J'ai moi-même mis le doigt dessus en disant qu'il n'y a que 2% des obligations qui sont émises annuellement sur la terre entière qui sont écologiques ou qui sont vertes. Ce n'est pas la faute du Luxembourg, au contraire. Nous, on essaye avec notre bourse de favoriser le listing de telles obligations. Donc, une des priorités de notre pays, justement, c'est de devenir un des sites qui favorise les investissements soutenables. Et nous avons été, dans un classement qui est paru il n'y a pas longtemps, classé 4e centre financier mondial dans ce domaine. Donc, nous travaillons sur le fait que d'avoir une place financière internationale importante, qui a un rayonnement qui dépasse largement la petitesse de notre géographie, de faire en sorte que cet argent, ces capitaux qui sont ici, soient investis à l'avenir de manière soutenable. Genau. Herzlichen Dank. Ich wollte auf die Frage eingehen oder die Bemerkung, dass wir hier einen Elefanten im Raum haben, den Tanktourismus. Ja, der ist im Raum, das stimmt, und den müssen wir irgendwie adressieren. Aber es hat da auch schon viel Bewegung gegeben, so ähnlich wie der Finanzminister so schön ausführte. In der Vergangenheit ist da schon viel passiert. 1999 bis 2003 hat Deutschland zum Beispiel seine Energiebesteuerung um 15 Cent insgesamt erhöht, in kleinen vorausschaubaren Schritten. Da ist der Tanktourismus natürlich noch in eine andere Richtung entwickelt worden. Jahrzehnte vorher war es so, dass Deutschland oftmals auf niedrigem Niveau lag. Dann haben sich die Verhältnisse langsam umgekehrt. Von daher gibt es da auch schon eine klare Veränderung und der Tanktourismus ist damals schon stärker zurückgegangen. Dann gibt es kürzlich die Entwicklung in Frankreich und in Belgien, dass die Diesel- und Benzinbesteuerung endlich auf einer Höhe sind. Bisher ist es so, Diesel profitiert meistens von 18 Cent Steuerermäßigung gegenüber Benzin. Und das ist nicht angemessen. Mehr Emissionen, höherer Verbrauch pro Liter und entsprechend muss das gleich besteuert werden. Und hier haben die Staaten eben sich angenähert, haben das angeglichen und damit gibt es auch wieder Spielräume für Luxemburg, weil der Tanktourismus damit nicht mehr in dem Maße vorhanden ist, wie das mal vor Jahrzehnten oder vielen Jahren der Fall war. Also es gibt da durchaus Spielräume und ich denke, die sind Sie vielleicht auch bereit zu nutzen, nach den Andeutungen, die ich jetzt hier so wahrgenommen habe. Dankeschön. Gut, ich tät mal leid, lo, für all die, die nach eng froh hatten oder eng Wortmeldung wollten, hei beidrohen, wir müssen lo aufschließen, weil not am auch näher Graminia mengen Schmerz muss auf Brüssel, wenn ich hat halt richtig eine Mail gelesen von der Regierung herausgegangen hast. Voilà. Ich so, auf jeden Fall mengen an Ehre aller Num, merci, sowohl den Referenten vom Oven, finanziellisch auch den zwei Ministern, an ihr alle gut am Num von den Organisateuren von diesem Oven, der Chambre des Salariés an dem Mouvement Ecologie. Große merci für den Interesse, ja, für das Kommen.